willkommen. Heute ein neues Video. Heute mit einer anderen Kamera, heute wieder mit dem Handy. Wir müssen gucken, dass wir immer mal unterbrechen und wieder neu starten, weil beim letzten Mal hat es mega Probleme gemacht mit dem Handy, aber die Qualität ist halt wesentlich besser. Wir haben heute ein EPA, ein Mann-Packung von der Deutschen Bundeswehr. Das habe ich angekündigt. Das letzte Video mit dem MRE ist ja mega gut angekommen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, wo wir die US Army MRE öffnen, könnt ihr das natürlich gerne anschauen. Video wird verlinkt sein oder guckt einfach auf den Kanal. Wir sind gespannt. Wir haben für die jetzt hier 44,99 € gezahlt. Ich habe erst gedacht, ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich gedacht habe, wir bekommen zwei Einmannpackungen. Aber offensichtlich ist es nur eine extrem fette Einmannpackung. Typ 2 Menü Western. 1,8 Kilo. Wir machen jetzt gar nicht lange rum. Fett oder irgendwas mit drin. Ja, wir haben schon gesagt, da muss schon irgendwas Krasses jetzt drin sein für den Preis. Das hat doppelt so viel gekostet wie das MRE, ist aber auch bedeutend schwerer. Also, boah, du heilige Mutter Gottes. Ganzes Happy Meal oder was? Also, solange man danach Happy ist, nimmt ja. Salzige Kekse. Okay, eieiei, salzige Kekse. Süße Kekse, was ist los? Was haben wir jetzt hier? Süße? Einmal salzige und einmal süße. Also Kekse eben, salzige Kekse, einmal süße Kekse. Vanillekuchen. Was ist los? Da ist wahrscheinlich ein Twinkie drin oder sowas. Ne, ist ja deutsch. Ich sortiere mal. Pfirsichkonfitüre. Holy shit. Ach du Gott. Tempos. Tempos, eine Packung Tempo. Nice eigentlich. Also eine Packung Tempo ist simpel wie es ist, aber kannst du immer mal brauchen. Auch hier ist Kaffee. Milchdrink. Kaffee, das sind mehr. Guck mal, das sind mehrere Packungen drin. Kaffee weißer. Ja, die sind halt schlau. Du trinkst halt öfters am Tag Kaffee. Kaffee. Also drei Kaffee wahrscheinlich. Milch. Salz, das war alles dreimal. Tee, Kaffee, Milchdrink, und das war viermal. Ist das Pulver, oder? Also ein Kaffeeweißer, ja, also ja, quasi Milch, Pulverform. Tee ist zweimal. Wie viel Tee wollen wir? Kaffee und Tee wollen wir am Tag trinken? Zucker, 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 Zucker. Wie kannst du ja Zucker vergiften? Okay, krass. 4, 5, 6 Packungen Zucker. Krass, 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 krass. Pfirsichkonfitüre, kannst du auch noch aufpacken, was das Betonisch ist. Boah, krass. Thunfischpaste mit Tomate, aber nicht mal auf Deutsch. Ist doch Deutsch, oder? Federal Defense Individual Combination. Part de Atun con Tomate. Also Thunfischpaste mit Tomate. Para untar, was ist das? Das ist bestimmt Fisch oder sowas. Parte Intenso, hat auch wieder so eine Dose. Ah, Schweineleberpastete, intensiver Geschmack. Thunfischpastete mit Tomatensauce, steht natürlich auf Deutsch drauf, hätten wir mal drauf gucken können. Was hast du da noch? Sugar Free Chewing Gums sind aber auch mindestens 4 drin. 5, 6. Oha! Hier sind diese Tabletten. Das ganze Bataillon. Hier sind 4 so Reinigungstabletten. Okay, das ist krass. Also, es sind Reinigungstabletten. Bei der US Army MRE war es ja so ein Kaffeepulver, was man zum Reinigen nutzen konnte. Da besteht aber nichts drauf. Doch, doch, da 30 Minuten auf, glaube ich. Ja, 30 Minuten soll man es wirken lassen. Und viermal isotonisches Lemon Flavor Getränk mit Zitronengeschmack. Okay, also zum Anmischen vom Wasser, damit es besser schmeckt. Also da scheint auch schon der Preis, sag ich mal, gerechtfertigt. Also ja, es ist viel mehr drin. Süße Kekse nochmal. Ich bin mal echt gespannt auf die einzelnen Sachen. Typ 2 Hauptmenü. Ja, es ist krass. Was haben wir hier? Guck das mal an. Schokolade, dunkle Schokolade.
Dunkle Schokolade ist auch wichtig. Haben wir hier auch nochmal. Bei aufmachen. Dark Chocolate. Feuchttücher zweimal. Moist Wipes. Es ist im Endeffekt ist tatsächlich für zwei. Prepared Meal. Ah. Schweinegulasch mit Nudeln. Ja, total lecker. Oder? Schweinegulasch mit Nudeln. Fleischbällchen in Tomatensauce. Es sind tatsächlich also zwei offensichtlich. Also für zwei Personen. Ein Mann. Ration für zwei. Ein Mann Packung. Ja gut. Kannst ja mittags und abends essen. Ja, und das alles halt zwischendurch. Für zwei Tage wollte er dann, würde ich sagen. Ein Mann Packung. Ja, also irgendwie, ich vermute dann, dass es für zwei Tage ist. Was jetzt hier allerdings nicht dabei ist, ist eine Erwärmung. Das habe ich auch schon gelesen davor. Also das kann man natürlich kalt essen. Man kann sich auch in einem Wasserbad quasi warm machen, wenn man eben die Möglichkeit hat, Wasser quasi auf dem Feuer zu kochen. Kann man das damit erwärmen, aber es kann auch kalt verzehrt werden. Also hier steht, ungeöffneten Beutel in einen Topf geben, füllen Sie den Topf mit Wasser und erhitzen Sie alles zusammen. Lassen Sie das Wasser für 10 bis 12 Minuten kochen. Ja, genau so ein Wasserbad halt. Ja. Produktionsdatum 18.08.2016. Mindesthaltbarkeit 08.21. Bei mir auch. Ja. Also, die sagen aber auch, das ist. Um das Gericht kalt zu essen, öffnen Sie einfach den Beutel und fangen Sie an zu essen. Beste Call einfach. Das ist doch auch so. Ja, Mann. Um das Gericht kalt zu essen, öffnen Sie einfach den Beutel und fangen Sie an zu essen. Okay. So, wir wollen es jetzt mal nicht zu lang. Schokolade, oder? Ja, als Vorspeise, oder was? Ja, wir hätten doch einfach nur einen öffnen können. Ich denke, ich esse jetzt die ganzen Schokoladending. Also man sieht, dass es schon länger drin ist, aber Schokolade wird ja nicht schlecht, auch wenn es so aussieht. Boah. Hm? Aber lecker. Echt gut. Normale dunkle Schokolade halt. Nicht gut, nicht schlecht. Gut. Kaugummi, das alles brauchen wir erstmal nicht. Aber wer braucht bitte so viel Salz und Zucker? Ja, aber du musst immer gucken, in Notsituationen, man muss ja immer gucken, es ist ja nicht für den ich esse jetzt mal das, sondern es ist für Notsituationen, dann musst du deinem Körper auch Salz, Zucker und alles zufügen, damit du auch wieder Energie kriegst und alles. Das lernen wir noch an. Deswegen ist schon gut, dass alles mit dabei ist. Gib mal so einen Teller bitte. Ich würde jetzt gerne mal die salzigen Kekse testen. Ich sage was dazu. Ja, das ist halt natürlich. Nein, das ist doch wohl so eine süße Kekse, oder? Okay, die sind auf jeden Fall auch mal unzerstörbar. Okay. Sieht das einzeln? Schmeckt halt so, wie es aussieht. Aber dafür gibt es die. Ist es das gleiche? Nee. Schweineleberpastete und Thunfischpastete mit Tomatensauce. Und bitte kurz mal ein normales Messer. Okay, aber riechen tut's. Wie halt, man sagt ja, Dosenfleisch, Dosenwurst ist wohl unbedenklich, ewig lang zu halten. Ist es nicht als Besteck und alles dabei? Stimmt. Wo will ich mit essen? Mit den Händen oder was? Ich muss noch mal gucken, aber ich meinte, da wäre Besteck. Da steht auf der Packung drauf, da steht und da auf der Packung, ist ja ganz groß. Diese Ration bietet auch Besteck und Servietten.
sodass sie bequemer essen können. Da ist doch was drin. Nein, das sind die Deckel. Achso. Das ist die Kekse, beziehungsweise das Brot, was in dem M&E drin war, war definitiv besser. Finde ich das, oder? Ja. Deswegen brauchen wir jetzt was zu trinken. Das ist alles Zitrone. Noch ein kleines Glas, reicht die Hälfte. Schon auch wieder isotonisch, um den Elektrolytenhaushalt aufzufrischen. So, jetzt haben wir die salzigen Kekse, jetzt probieren wir mal die süßen Kekse. Dann mal so eine Komplettüre auf, oder? Ja. Ist beides gleiche? Ja, beides flüssig. Vier Kekse nehmen. Beste Verpackung. Frustfreie Verpackung. Kommt total der Klippe raus, oder was? So, wenn man sich salzig nicht. Salzig nicht verwechseln. Achso, das sind jetzt die Salzigen und das sind die Süßen. Ja. Diese Dinger mit dem Zucker oben drauf, weißt du, was ich meine? Und früher in unserer Kindheit diese Stäbe, wie heißen denn die? Wofür hat man die genommen? Erzähl mal so. War so Zucker oben drauf, so schmeckt das 1:1. Das ist mal die Pfirsichmarmelade. Schmeckt solide. Kann man nicht dran meckern. Jetzt kommt. Ja, den Kuchen nehmen wir zum Nachtisch. Das haben wir alles getestet. Sieht es aus mit so einem Kaffee oder sowas? Nee, ne. Produziert in Frankreich. Manufactured in Spain. Hä? Achso. Hä? So, dann gönnen wir uns mal die Fleischbällchen in Tomatensauce. Wir machen es jetzt nicht kalt, warm. Wir verzehren es direkt. Na gut, das ist ja nicht dabei. Wenn wir jetzt so da werden, dann. Ja. Ich komme mir vor, wie wenn ich meiner Katze so Futter gebe. Wie viel kommt denn noch raus? Okay, das war's. Was ist das jetzt? Fleischbällchen in Tomatensauce. Was ist das, was da zusätzlich dabei ist? Ja, Mais und sowas. Ob ich das will, ne? Bohnen wahrscheinlich. Jedes Böhnchen ein Tönchen. Oder Kartoffeln. Kartoffeln, hätte ich ja gesagt. Warm schmeckt es bestimmt besser, aber ähnlich wie das US. Nur auch da, das fand ich auch trotzdem besser. Die Fleischbällchen sind hier massiver. Ja, echt Riesendinger. Probieren wir noch Schweinegulasch mit Nudeln. Vorzüglich.
das sieht doch brauchbar aus. Ja, das sieht genau aus wie das andere. Ja. Ähnlich. Außer dass halt anderes Fleisch und andere Nudeln drin sind. Wenn ihr da Erfahrungen habt, ob das jetzt für einen Tag ist oder ob das für zwei Tage ist, weil es dann doch relativ viel ist, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Kann jetzt sein, es ist Frühstück, Mittag und Abendessen. Oder du hast viel Essen und musst halt abends doppelte Portion essen. Ich noch abends habe ich Stein, weil du total voll gefressen bist, oder was? Ich muss jetzt einfach mal so, dass ich ihn nehmen kann. Haut mich jetzt ehrlich gesagt geschmacklich nicht so vom Hocker. Echt? Bisschen mehr erwartet. Bisschen fad. Also es schmeckt okay, keine Frage. Man muss auch mal gucken über die Situation. Aber es schmeckt ein bisschen fad. Also bräuchte ich vielleicht ein bisschen Salz. Ja, Tatsache, aber andersrum muss es auch überlegen, du musst es ja in der Situation nicht unbedingt auch mit Sodbrennen darlegen, weil du zu 40 gegessen hast. Ich teste jetzt mal das isotonische Getränk. Ja, schmeckt auch genauso, wie man sich das so vorstellt, wie wenn man so ein Vitamingetränk anmischt, weil mit Zitronengeschmack oder diese Brausetabletten. Ist okay. Farblos, ne? Ja, das andere war orange. So, jetzt haben wir noch die Nachspeise. Kaffee machen wir nicht an. Jetzt könnten wir noch den Kaffee zum Kuchen essen. Den Kuchen bin ich jetzt noch echt gespannt. Das ist einfach so ein Kuchen dabei, oder was? Ziemlich massiv, oder? Das geht. Muss ja auch massiv sein. Aber schmeckt. Was ist das für ein Kuchen? Vanille. Ja. Das, was ich am wenigsten schmecke, ist Vanille. So täusche ich mich. Also schmeckt gut, kann ich gut essen. Muss aufs Ganze ein bisschen sagen. Also ich muss sagen, die Portion ist riesig, das ist aber insgesamt weniger lecker, in Anführungszeichen, auf hohem Niveau. Man braucht mehr zu trinken dazu, würde ich behaupten, weil halt alles ein bisschen trockener ist, außer jetzt das Hauptessen. Aber sonst gut, was willst du zu sagen? Es ist ein komfortables Paket, es ist sonst alles dabei, bis auf das Besteck. Das dabei sein sollte. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Also auf der Tee, da könnten wir dann schon ruhig draufschreiben, was für ein Tee das ist. Ja, das ist auch egal. Ansonsten gebt natürlich gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich habe noch eine ILP bestellt. Iskra, eine russische MRE. Die wird irgendwann ankommen. Wenn ihr das sehen wollt, gebt auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch. Abonniert natürlich auch den Kanal, kommentiert auch, was ihr davon haltet, beziehungsweise was euer Lieblings-MRE ist oder wie auch immer. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.